Ich spreche jetzt Klartext, das wollte ich dir sagen. Denn so eine Scheiße kann doch kein Mensch ertragen. Denn was sie machen, das ist gegen das Gesetz. Ja, schon seit Jahren haben sie das Gesetz verletzt. Deshalb spreche ich Klartext, das ist auch mein dritter Künstlername. Das ist wirklich so, weshalb ich es dir nun sage. Ich spreche jetzt Klartext, der Name auch von der CD. Und was ich sage, ist vom Gesetz her auch okay. Denn was ich sage, ist die Wahrheit, was die zwei verhindern möchten. Denn die zwei handeln ständig gegen die Gesetze. Den Meineid schwören, darf doch kein Richter machen. Und die zwei tun darüber ständig lachen. Der eine heißt Bräutigam, ist in Offenburg im Landgericht. Die andere Kilkus und sitzt in Wolfsburg im Amtsgericht. Durch eigene Gesetze regieren die nur da. Und die meinen, der Ortenau-Kreis gehört denen, machen füreinander alles klar. Zerstören CD-Verträge, Millionen Euro Geld. Deshalb haben wir diesen Text ins Internet gestellt. Alte Kamellen, das sind für die viele Millionen Euro. Das kann doch noch werden für die zwei echt ziemlich teuro. Auf dieser CD lege ich noch viele Straftaten auf. Und ich weiß auch, die zwei gehen durch ihr Sprechen selber drauf. Ich spreche jetzt Klartext, das wollte ich dir sagen. Denn so eine Scheiße kann doch kein Mensch ertragen. Denn was die machen, das ist gegen das Gesetz. Ja, schon seit Jahren haben sie das Gesetz verletzt. Deshalb spreche ich Klartext, das ist auch mein dritter Künstlername. Das ist wirklich so, weshalb ich es dir nun sage. Ich spreche jetzt Klartext und zu Kilkus und Bräutigam sage ich nee. Denn sie sind genauso bescheuert wie der Haller und der Maurer von der SPD. Denn 5 Millionen Euro sind für die nur alte Kamellen. Bald wird man sie abholen durch die Bundespolizei in Schellen. Denn die deutschen Gesetze, die treten die mit Füßen. Deshalb müssen die auch wirklich dafür büßen. Ja, sie kommen dann zu ihren Feinden in den Knast. Denn sie sind ja für die Bundesrepublik ein Ballast. Das kann es sein, dass sie getötet werden durch ihre Feinde. Denn sie müssen weg, sonst geht der deutsche Staat wegen denen pleite. Denn was die zerstören, das sind Millionen Euro Steuern. Auch wenn sie alles Mögliche dagegen beteuern. Werf die bitte den wilden Tieren vor zum Fraß. Denn das wäre echt ein riesengroßer Spaß. Denn Spaß muss sein, das weiß doch jeder. Und auf dieser CD kommen Beweise am laufenden Meter.